Komplett in die Hose hier. Hallo Ciri. Kann ich dich kurz sprechen? Oha, jetzt wird's ernst. Ich lass nicht zu, dass sie dich kriegen, hörst du? Ich weiß. Halte dich einfach aus allem raus. Behandle mich nicht wie ein Kind. Das habe ich nicht mal getan, als du noch eines warst. Ich mag's, wenn du lächelst. Komm her. Alles wird gut. Sag das mal meinem Bauchgefühl. Das sagt nämlich nein. Oh, eine Truhe, in die wir was lagern können. Weg, 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 weg. Da behandelt sie mich wie ein Kind. Sie ist die Geburtsmutter. Ey, ich würde sie niemals wie ein Kind behandeln. Aber schön, dass du wieder da bist. Da wird aber auch nichts verkauft. Doch, ich habe schon eine ganze Menge verkauft. Das Problem eigentlich dabei ist, dass ich bei Händlern war, die nicht viel Geld haben. Ich habe es immer geschafft, dass sie mich dann nicht mehr bezahlen konnten. Deswegen liegt da so viel. Merci. Nein, ich bin kein Messi. Nein. Es hat sein System, ja. Ein ordentlich geführtes Chaos. Kann doch auch nichts dafür. Ich brauch das halt, oder brauchst du das halt alles? Die Luftwege zwischen den Müllbergen haben auch System. Ey. Dafür finde ich immer alles wieder. Ist hier noch jemand? Look, jemand? Ja, nein, vielleicht. Okay. Ach Gott, ich war so, wo wir im ersten Teil hier waren. Wie du willst. Ich habe trotzdem ein ganz übles Gefühl hier bei der Sache, ne? Haufensystem. Das ist kein Haufensystem. Das ist ein System mit Sinn und Verstand, ja? Sinn und Verstand, meine Leute. Sinn und Verstand. Die wird niemals an Ort und Stelle bleiben. 100 Pro wird sie irgendwann selber mitkämpfen. Im Sinne von sich einfach wild drauf losstürzen und alles niedermetzeln, was. Oh, da sind die Meckerfritzen. Er hätte vielleicht noch mal ein Schäferstündchen mit Triss halten sollen. Irgendeiner wird sterben. Die Kälte kommt. Oh, sie sind da. Die weißen Wanderer kommen. Würde auch passen. Seht ihr das? Es geht los. In den Wald. Sofort.
Kühlstellen streiten sich und die Lage verschärft sich. In der Tat. In der Tat. Das hatte da irgendwie ihre normale Kleidung an, ne? Genauso wie Jennifer. Ich hab euch andere Kleidung gegeben, Leute. Ganz andere Kleidung. Yes. Na. Schau mir lieber Tritt an. Pro macht Jennifer wieder zwischendurch schlapp. Wegen ihr scheitert das Ganze dann. Nein, ich will nicht Jennifer an einen Kürt geben. Ich muss mich bei Jen bedanken, wenn alles vorbei ist. Nein, tu's Zauber nicht. Hat's in sich. Und die Unsichtbarkeit. Ihre Hunde könnten dich wittern. Geh nicht zu nah ran. Und denk dran, dass du sichtbar wirst, wenn du kämpfst. Daran muss ich selber erstmal denken. Ich weiß nicht, wie langsam dir. Redet der immer so viel? Nur, wenn er nervös ist. Gute Arbeit mit den Bomben übrigens. Immer sorgfältig auf die Portale zielen. Ich habe kein Dimeritium mehr. Jen hat erwähnt, dass man Irden auf die Risse wirken kann, um sie zu versiegeln. Sie sind hier. Zeit für ein Grußwort. Langsam. Das Überraschungsmoment ist elementar. Verbergen wir uns und geben Triss die Möglichkeit, es ihnen zu zeigen. Dann schlagen ich will immer wir noch zu nicht wissen, was es mit diesem Einhorn auf sich hat. Meinst Marigold kriegt mehr Beschwuren als ein paar Schmetterlinge? Ja. Viel mehr. Wart ab. So, und wie Wenn du das nächste Mal merkst, dass ich Marigold sauer mache, dann hau mir eins drüber. Und wie gehe ich jetzt langsam? Ich habe es bisher noch nicht geschafft, langsam zu gehen in diesem Spiel. Ich nehme die Schraubenecke. Die Luft vor einem Kampf. Das hilft. Okay. Das hier gilt wohl nicht als sich schnell bewegen. Das ist, Irden. Okay. Mhm. Jetzt sind Bomben. Fallgruben. Die sind wirklich ideal. Du scherzt wohl. Gut, dass wir nicht. Der steht in den Fallen drin. Ganz ruhig. Worsch kennt sich mit dieser Kampftaktik aus. Die Abdeckung würde unser Gewicht tragen. Bei einem Reiter der Jagd in voller Rüstung ist das was anderes. Nicht, dass ich diesem Unsichtbarkeitsscheiß nicht trauen würde. Ich hasse Portale. Oi. Ich hasse nicht nur Portale, ich hasse auch die wilde Jagd. Aua. Wobei sie eine coole Rüstung tragen. Gut, warte, ich will. Nein, ich will wissen, was der bei sich trägt. Okay. Hallo. Okay, das ist schlecht. Das will ich nicht haben. Mist. Ah. Seht mal. Aua. Ah, okay, jetzt ist. Komm nur. Be
weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Rücken! Sagt Hallo zu meinem Schwert. Ich habe sie mir stärker vorgestellt. Okay, ich sollte nichts sagen. Worte waren jetzt nicht bei Gunda. Naja, falls sie eventuell die Anwandlung haben, da reinzulaufen. Aber auch nur eventuell. Hätte ja rein hypothetisch sein können. Weißer Wolf? Ja. Die hätte 50 Meter entfernt. Minimal. So Bomber haben wir glaube ich nicht mehr, ne? Doch. Bomben haben wir noch. Problem gelöst. Tachchen. Hey. Geralt, hierher. Was wollt ihr denn jetzt? Schau, sie formieren sich neu. Siehst du den Kommandanten? Das ist Imladit. An den kann ich mich erinnern, als ich noch mit der wilden Jagd ritt. Verdammt, der Zauber lässt nach. Wir werden sichtbar. Versuchen wir ihn zu töten? Zu riskant. Schlappschwanz. Wobei mir gerade wieder was einfällt. Ich habe vergessen, was zu ändern bei Twitch. Die Altersbeschränkung. Was ist mit Marigold? Scheiße. Na, was läuft da schief? Na, ich sehe schon, was sie vorhat. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut, das ist... Du solltest drinnen warten! Genau. Ich sitze nicht rum, während ihr euer Leben für mich riskiert. Geh wieder rein! Nein! Geralt hat das Signal aus den Wäldern gegeben. Und Triss hat den Zauber nicht gewirkt. Verdammt! Renn zu ihr! Hi! Jetzt ist sie doch wieder nützlich. Ey, wehe, einer von euch stirbt, ne? Ich spiele das Spiel nicht weiter. Wenn einer stirbt, den ich mag, ne? Ich meine, Yennefer kann ruhig sich verpieseln. So, ich muss einmal Einstellung. Ist sogar schon auf Inhalt. Ich habe das gar nicht umgestellt. Aha. Schlau wie ich bin. Manchmal. Feuerball herbeizurufen. Er wird eine aktuelle Position treffen. Achso, ja. Ja, ist ja okay. Jaha, ich spiele nicht das erste Mal mit Siri. Ist mir bewusst. Er selbst zurück. Ja, jeden Tag. Siri, geh in den Kopfkrieg. Nein, tun wir nicht. Geralt hat das Signal gegeben. Ist das Bein da gerade so weit weggeflogen? Ich bin bereit. Jo, da der Stelle würde ich mal dazulegen. Oh yeah. Ich habe ganz schwitzige Hände. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal bei dem Spiel so aufgeregt war.
Ja, das war mega cool. Geralt! Ja, nicht schlecht, nicht? Burn, Motherfucker. Das ist keine Gefahr. Hallo! Du kriegst auch noch auf die Fräse. Hoffe ich. Hallo, Muff. Ja, aber... Alter! Alter! Ist das euer Ernst? Alter, könnt ihr... Ja, könntet ihr vielleicht mal woanders lang reiten und nicht da, wo ich lang reite? Ihr braucht jemanden für die Stadt bereiten. Alter Falter. Ich will hier weg. Große Abteilung nähert sich aus dem Wald. Wir müssen das Tor schließen, bevor sie reinkommen. Boah, da darf ich jetzt hinrennen, ne? Nein! Jaha! Jaha! Ich ja gerne. Ja, ich will aber noch nicht. Ja, als wärst den Hund besiegen. Mach das verdammte Tor zu! Jaha! Geralt ist kein D-Zug. Beeile mich schon. Geralt. Lauf nach! Das hält doch nicht lange. Nein. Nein. Wehe, mich stirbt einer weg. Danke. Ohne mich hättest du es niemals geschafft, oder? Gib's endlich zu. Lambert! Verdammt! Bleib bei uns! Wir müssen uns zurückziehen! Jennifer's Kraft lässt nach! War klar, dass Jennifer mal wieder nicht duelliert. Es geht komplett in die Hose hier. Wir müssen uns zurückziehen! Jennifer's Kraft lässt... Ja, Jennifer's Kraft lässt nach. Das ist Achtung. Mir bekannt. Erzählt mir was Neues. Jennifer ist für alles zu schwach. Nicht die einzige Möglichkeit, Portale zu schließen, auch nicht. Ja, ich weiß. So. Ui! Zurückziehen! Entschuldigung! Mit der Ruhe hier. Geh zurück auf deine Position. Oh, Schatz. Das geht ja, ey. Auf sie! Oh, auf sie mit Gebrüll. Nehmen die Kerle. Wo ist Eske? Verdammt. Er sollte doch das Tor öffnen. Das hat er noch nicht getan, also... Er kommt klar. Wir müssen er kommt uns jetzt klar. Um Triss kümmern. Jennifer, dann Triss. Gerade rechtzeitig.
Aber Siri schon wieder abgeblieben? Alles in Ordnung? Ja, danke. Was will er da eigentlich im Regierungsschnitt sitzen? Wir mussten uns zurückziehen. Sie haben versucht, denn? Durchs Haupttor reinzukommen. Das Normalste der Welt. Könnten wir es schaffen. Oh, da ist sie. Was ist mit Eske? Wir müssen den Rückzug antreten. Er ist in Schwierigkeiten. Ich gehe ihm helfen. Denk an den Stein, den ich dir gegeben habe. Darf ich sie wieder spielen? Okay, schau mal nicht. Das sieht nicht gut aus, Lore. Hab ich mal oh gesagt? Nein, nicht es. Nicht es. Nein! Das stirbt doch. Jetzt. Weißt du, die Ziegen stehen da immer noch. Wenn sie nicht getroffen wurden, dann stehen sie da noch heute. Hallo. Das ging etwas in die Hose. Das ist nicht passiert. Ich habe vergessen, wie man mit, ne? Ich lerne das hier. Das hier. Das hatte ich für eine Millisekunde vergessen. So. Du hättest den Burgfried auf deinem Hintern sitzen bleiben sollen. Ja, ja. Der andere war das hier. Okay. Das hier war der andere Angriff. Wir müssen ihnen das Tor aufmachen. Ja. Mach mal bitte. Eskel hat das Tor aufgemacht. Wir können uns dahinter zurückziehen. Naja, nicht Eske, ich. Also, Siri. Also, wir. Du sollst doch nicht hier draußen sein. Zu spät jetzt. Naja, ohne sie sehe das jetzt ganz schön blöd aus. Sie kommen durch die Lücken rein. Die Meritium-Bomben. Ja, jetzt in den Kisten bei den ich sind auch. Noch mehr. Ich auch. Geralt, halt sie auf. Ja. Ich muss einen Vitalitätskreis formen. Wir müssen die Portale schließen, sonst sind wir tot. Ja, ich bin doch dabei. Das muss man hier selber machen. Ich bin gerade echt froh, dass wir so viele angeheuert haben. Wir gar nicht wissen, wie das gewesen wäre, wenn wir... Ich meine, so zwei so gesperrt. Ja, ich mach ja schon. Beeile... Hoppala, da bin ich gerade an dem vorbeigelaufen. Oh.
Ziegen kümmert sich keiner an Dreck, ne? Die bleiben da weiter. Es kann einfach stehen. Aua. Lalalala. Nein! Das war in die falsche Richtung. Gar nicht mehr klar gerade. Die haben die Kugel halt für sich gepachtet. Aber definitiv. Der Bastard will durchbrechen und reinkommen. Was soll ich jetzt an diesen gewissen Stellen tun? Ach. Ich kann sie nicht mehr aufhalten. Jaha. Jaha. Ich beeile mich. Nein! Das Spiel ist abgestürzt. Das Spiel hat heute was gegen mich. Herz. Ja, ich war so mega gestresst. Müsst ihr nicht eigentlich heute Glück haben, weil ich in Hundekot getreten bin? War das nicht so? Auf der Nebelinsel, auf der Elfenmagier Ciri versteckt hatte, konnte Geralt sie endlich finden. Doch sie konnte das Spiel nicht feiern, da die wilde Jagd bereits auf sie herabstürzte. Sie flohen per Teleport nach Kermor. Also erst friert das Spiel ein. Sie bereits erwarteten. Wenn ich jetzt alles nochmal von vorne machen muss, ne? Bitte sag, dass das zwischendurch gespeichert hat. So schreie ich. Draußen. Bornschnaps. Gut. Ja klar, ich kann natürlich die ganze Zeit nicht speichern. Also speicherstelle fest. Nee. Oh, ganz ehrlich, ich würde heulen. Ich würde einfach nur heulen. Ich würde so heulen. Wehe, wehe, es passiert jetzt noch einmal. Ich kann sie nicht mehr aufhalten. Wehe. Schon unterwegs. Ja. Ich hatte gerade minimal Angst, ne? So minimal. So, triff. Bitte sag, dass Chris tot, Jennifer tot ist, bitte. Sag sie nicht. Ich glaube, es liegt auch einfach nur daran, dass ich sie nicht so gut kenne, beziehungsweise ich glaube, ich falsche, also für sie falsche Entscheidung getroffen habe. Ich glaube, ansonsten wäre sie nicht ganz so ruppig. Denke ich mal. Hoffe ich. Ist allerdings auch von einem anderen Bot. Bot. Ich kann den anderen Bot leider. Lauf! Sie kann dich nicht im Stich lassen. Ihr Menschen seid einfach so unpraktisch veranlagt. Ich
warst schon als Kind so widerspenstig. Das mochte ich an dir. Nein. Flieh jetzt. Ich war zu spät, um ihm zu helfen. Das ist nicht deine Schuld. Ich hätte nicht hierher nach Kaer Morhen fliehen sollen. Avalach ist schwach, aber er lebt. Triss kümmert sich um die anderen. Ich hätte euch fast umgebracht. Euch alle. Oh.
Vater, der Tobak. Da wäre mir schon mal die Luft weggeblieben. Das, ja. Mir auch. Aber ich glaube, in der Oper möchte ich sie nicht hören. Wenn das jedes Mal so abläuft. So, einmal kurz durchatmen. Ohne dich wären wir alle tot. Nein, Geralt. Die Jagd wäre nie nach Kaer Morhen hingekommen, wäre ich nicht hier gewesen. Vesemirs Begräbnis. Wir sollten es vorbereiten. Quäl dich nicht. Kein Hexer stirbt je in seinem Bett. Du weißt nicht, wie das ist, Geliebte sterben zu sehen. Wegen dir. Für dich. Alle wussten, worauf sie sich einlassen. Ja, und ihr habt mich gerettet. Für eine Woche? Zwei? Wir verstecken dich, Tarnenspuren. Nein. Ich fliehe nicht mehr. Ja. Oh Gott, ich könnte... Nee. Ich will nicht glauben, dass der Kerl tot ist. Für die, die übrig bleiben, darf der Tod nie Vorrang vor dem Leben haben. Zollt eurem Freund den letzten Respekt, dann müssen wir beraten. Nein, ich bin nicht bereit, weiter zu spielen. Schmeiße Hilfe zur Vorgabe ins Feuer. Ja, gerade möchte ich das tatsächlich. Ey, wie kann man so... So, ab jetzt an, wir spielen nochmal ab ersten Teil, ne? Ich will nicht, dass Vesemir stirbt. Ich will Vesemir wiedersehen. Nee.
Ich werde mich immer an deine Lehren erinnern und an dein Opfer. Danke. Also bitte, sie war mir auch anvertraut. Und die Alten sollen ja nur den Jungen helfen. Du weißt, dass der Kampf damit kaum vorbei ist. Ich weiß. Was immer du jetzt vorhast, denk dran, dass du in Skellige Leute findest, die dir helfen. Mich, Krach, seine Kinder. Danke, ich werde dran denken. Ich sehe noch mal nach den Verwundeten, aber ich muss bald los. Ich lasse euch ein paar Medikamente da. Möge es dir wohlergehen, Moissac. Bis zum nächsten Mal. Woran denkst du? Kehr Morhen. Ich kann mir den Ort nicht ohne Wesemir vorstellen. Ich ziehe bald das Tal hinunter. Dann suche ich mir was anderes zum Überwintern. Komm schon. Es ist die einzige Heimat, die wir je hatten. Bleib. Nein, Geralt. Der Ort stirbt schon seit einer Weile. Das heute war der letzte Sargnagel. Wird Zeit, dass wir es akzeptieren. Das war hart. Wir haben es hingekriegt. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Würdest du in Kaer Morhen bleiben wollen? Das wäre schön. Eine Weile jedenfalls, bis ich weiß, wie es weitergeht. Einverstanden. Dann tu das. Und? Erzähl. Jetzt kann ich sagen, ich habe alles gesehen. Ich glaube immer noch nicht alles, was passiert ist. Danke, dass ihr gekommen seid und euer Leben für mich riskiert habt. Pass auf das Mädchen auf. Lass nicht zu, dass ihr jemand was tut. Was habt ihr vor? Wir gehen nach Novigrad und kämpfen den nächsten Kampf. Wenn du uns vermisst, such uns im Feldlager. Da bist du. Verdammt schade um Wesemir. Es tut mir so leid. Danke für deine Hilfe. Ich hatte noch eine Schuld offen. Du gehst direkt zurück nach Skellige? Es wäre nicht recht zu trödeln. Der Krieg gegen die Schwarzen wartet nicht. Du kannst dich auf mich verlassen, weißt du? Immer. Ich weiß. Danke. Danke für alles, was du für mich und für Ciri getan hast. Darf ich ehrlich sein? Hätte ich gewusst, was hier passiert, wäre ich nie in die Nähe von Kaer Morhen gekommen. Ich bin froh, dass ich helfen konnte, aber ich werde gehen, sobald Lambert sich besser fühlt. Wenn der Kontext nicht versteht, klingt das falsch. Ja. Stimmt. Geht ihr zusammen? Ich habe eine Idee, aber bei der Umsetzung muss mir ein Hexer helfen. Lambert will mich unterstützen. Viel Glück. Und danke nochmal. Wir sind jetzt quitt. Du willst wissen, wie ich mich fühle? Danke, nicht schlecht. Das ist gut. Ah, schrecklich, das mit Wesemir. Ich weiß, ihr standet euch nahe. Danke. Das stimmt. Na, das ist gar kein Ausdruck. Hör mal, ich will meinen Bart nicht in fremde Angelegenheiten stecken. Versteh mich nicht falsch. Ich will helfen, was immer du entscheidest. Aber für meine Begriffe brauchen wir einen Gegenangriff. Wir müssen die Jagd und Eridin finden und auf sie losgehen, wie der Bulle auf die Kuh. Wie stellst du dir das vor? Ohne Leute? Wir sind zu wenige. Wir haben den Angriff abgewehrt, ja, aber das war ein schlichtes Wunder. Das nächste Mal haben wir nicht so viel Glück. Vergib mir, Geralt, aber das ist doch das Gerede eines Mannes, der einen tragischen Verlust nicht überwinden kann. Trink darüber, schlaf darüber, was auch immer, aber reiß dich zusammen und überdenke die Dinge.
Das mache ich, Sultan. Man sieht sehr ehrlich mutig, loyal. Ja, aber trotzdem harte Worte. Ich meine, er hatte ja irgendwo recht, aber... Ich meine, es ist Wesen hier. Zirael kann riesige Machtmengen nutzen. Warum hat sie keiner gelehrt, sie zu kontrollieren? So, warte mal. Kann ich wieder speichern? Ich habe Angst, dass das Spiel wieder abstürzt. Aus welche getan? Dass ich das dann alles nochmal leben muss. Darüber streite ich gerne mit dir. Ein andermal. Töchchen, Ladies. Und Elf. Wir konnten noch nicht sprechen. Danke für deine Hilfe und deine Fürsorge für Ciri. Dank mir später. Jetzt müssen wir Cirael von hier fortbringen. Sie verstecken. Wir brauchen eine größere Streitmacht. Alle, auf die wir uns verlassen können, sind nach Kermor hingekommen. Darum müssen wir die Hilfe von Feinden suchen. Magie ist die beste Verteidigung gegen die Jagd. Wir brauchen Zauberinnen, Erzmeisterinnen der Magie. Du meinst die Loge? Die Orks. Kannst du ja mal in Discord reinschreiben. Kann ich mir die mal angucken. Also. Gucken, ob das was für mich wäre. Wobei, ist das so gut, mein Bücherregal wieder mit neuen Büchern zu füllen? Ich weiß ja nicht. Aber bei Fantasy-Roman? Ich kann nicht widerstehen. Allgemein, nein, ich kann bei Büchern nicht widerstehen. Da gibt's kein Wenn und Aber. Wir müssen in mein Regal. Alle. Ich vertraue der Loge kein bisschen, aber es sieht so aus, als hätten wir keine Wahl. Haben wir auch nicht. Ich habe eine Abmachung mit dem Kaiser getroffen. Im Gegenzug für ihre Hilfe erhält die Loge Amnestie und Asyl in Nilfgaard. Das ist unser Faustpfand. Triss, ich will heute aufbrechen und die Zauberinnen finden. Hilfst du mir? Natürlich. Ich weiß sogar, wo du anfangen könntest. Verdammt! Ihr plant schon wieder, ohne auch nur zu fragen, was ich denke. Mir reicht es. Ich lasse mich nicht irgendwo hinbringen wie ein Bündel. Ich sitze nicht herum und drehe Däumchen. Ich bin das Warten und das Versteckspiel leid. Du darfst dich nicht zeigen. Bin ich ein Banner, das von den Feinden ferngehalten wird? So behandelt ihr mich. Niemand wagt es, der Bedrohung entgegenzutreten. Aber wir müssen sie töten, sonst sterben wir früher oder später alle. Okay, super, danke. Kann ich mir dann später angucken. In Ruhe. Ich gehe ihr besser nach. Warte, sie braucht Zeit. Sie muss selbst mit ihrer Trauer fertig werden. Wir sollten möglichst schnell anfangen, sie auszubilden. Sie muss lernen, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Ist es wirklich nötig, sie auszubilden? Du hast gesehen, was passiert ist. Sie könnte eine größere Bedrohung als die Jagd darstellen. Gut, wir bleiben noch eine Weile hier. Dann kommen wir zu dir und Triss nach Novigrad. Wir treffen uns in Rittersporns Taverne. Los, Jen. Je schneller wir aufbrechen, desto besser. Bis dann. Mm-hmm.